Aber natürlich hörst du mir nicht zu, wieso? Ja, wir gehen gleich. Moment. Jetzt muss aber noch kurz gucken, wie lange wir aufnehmen. Ja, was? Jetzt kannst du zu einem Typ gehen, der spielt ja das komische 3-Dings da. Dings, ja. Der da. Hier. Jetzt musst du mit der Ocarina das Lied spielen und wird er wütend. Was, welches? Ja, welches? Also nicht das hier, was du gerade spielst. Siehst du? Hab ich doch gar noch nicht. Hoppala. Eben. Hier kannst du es lernen. Und hier kannst du es lernen. Zero. Die Hymne des Sturms. Stimmt das? Ja, ich glaube, das stimmt. Nimm das, probier aus. Keine Ahnung. Ach, gib mir das. Wo ist die Ocarina? Okay, Ja. Boah, ich höre die Ocarina fast gar nicht. Ich schon. Was? Du schon? Oh, ich hab doch keine Ahnung. Ich hab doch keine Ahnung. Oh, auf dem Ding ist viel einfacher. Ah. Nee. Ja, sie zockt die DS-Version, die Pussy-Version. Was, also die Ocarina, Pussy-Version. Du hast nicht immer eine normale gespielt, Idiot. Ey, ich hab meiner Mutter immer geholfen. Ja, deiner Mutter ist gut. Nein, das Problem ist, auf dem DS, da kann man einfach die Lieder auswählen. Da muss man die nicht wirklich groß selber lernen. Du musst jetzt zuerst lernen. Ja, zuerst lernen, aber danach musst du sie jetzt nur abfragen. Wenn ich die Melodie hören würde von der Ocarina, dann würde es auch einfacher werden. Geh mal in deinen Kopfhörer. Oh Gott. Ja, fang erst mal irgendwas ein. Jetzt hast du ein bisschen Luft dabei. Wo ist die Ocarina? Immer noch auf Warte. B. Oh, Jesus. Warte. Ja, ist gut. Ich drücke hier den falschen Knopf. Ich habe doch keine Ahnung. Wie hieß das Lied? Scheiße. Warte, jetzt hatte ich es fast. Wie hieß das Lied nochmal? Das Lied? Hymne des Sturms, glaube ich. Das singt das. Versuch mal weiter. God damn it. A runter, rauf, A runter, rauf. Was? A ist hier. Okay. Ja, genau. Was, was? A. A. Runter, runter, rauf. Rauf, A runter, rauf. Hier steht auch, dass man es vom Guru lernt. Also muss man. Ja, wir müssen erst zu unserem Guru. Ja. Willst du gleich weiterspielen, oder? Kann ich. Aber ich nehme meinen eigenen Kopfhörer, ist nicht angenehmer. Warte. Ja, dann gehen wir jetzt erstmal. Machen wir einfach weiter. Ein Part heute. Hat der gerade seine Hosen hochgezogen? Wie cool ist das denn? Oh, die Steuerung ist scheiße, nur noch. Okay. Okay. Aber damit wir zu den Geronen kommen, müssen wir die Fuchsmaske haben, weil der Typ will die Fuchsmaske haben. Okay, aber der Maskenhändler ist noch nicht da. Hä? Da ist noch keiner drin. Ich will nicht mit dir reden. Komm, Link, mach mal ein bisschen. Ein bisschen. Nee! Oh Gott. Die Steuerung ist doch scheiße. Und ja, die Hühner, die laufen schon wieder irgendwo rum. Das passiert ist nur mit königlicher Erlaubnis. Ach so, die haben wir. Ja, eben. Ja.
Hast du das Schild nicht gelesen? Oder bist du noch... du bist noch ein Kind. Hier kannst du gar nicht lesen. Wir können lesen. Jetzt müssen wir aber das auf dem Ding tun. Ja, die ist da unten. Komm, ja komm. Okay. Nein. Ich komme mit der Steuerung nicht klar. Start. Ja. Runter und jetzt, das sind die Pfeiltasten. Ja, das weiß ich. Dann kannst du sie hier drauflegen. Okay. Ja, komm, ich speichere nochmal. Okay. Ja, was ist das? Zeigen. Genau. So. Perfekt. Ja, genau. Oh, das scheint in der Tat. Das ist Zeldas Handschrift. Lass mal sehen. Na gut, okay. Dies ist Nino. Er hat den Auftrag, Hyrule vor dem Untergang zu bewahren. Voll glaubwürdig. Ja, irgendwie. Ein kleines Kind. Was ist denn das für ein seltsames Vorhaben? Wie dem auch sei, du kannst passieren, Schwergeheld. Ey! Ich werde noch deinen Arsch retten, irgendwann. Vielleicht wird er vom Blitz getroffen. Ja. Irgendwie hätte es doch verdient. Ach, Herr Nachwuchsheld. Falls du planst, den Todesberg zu besteigen, solltest du dich mit einem starken Schild ausrüsten. Der Vulkan ist noch immer aktiv. Oh ja. Das ist sicher fündig, wenn du ausrüstest. Das geht nicht an der Karten. Backtracking, FDL. Wenn ich dich geschickt habe, machen sie sicher einen Sonderpreis. Denkst du aber, deine Ausrüstung würde genügen, dann mach ruhig weiter. Nö. Übrigens, kann ich dich um einen Gefallen bitten? Ja, zuerst musst du mich beleihen und dann bittest du mich um Gefallen. Das ist natürlich klar, ja? Klar, hallo? Ja, musst es nicht tun, aber immerhin habe ich dir eben einen guten Tipp gegeben. Mhm, klar. Warst du schon beim Maskenhändler in Hyrule? Über diesen Laden spricht zurzeit jeder. Als ob ich freiwillig zu dem Creepy-Typ gehen würde, um eine scheiß Maske zu holen. Mein Sohn drängt mir schon die ganze Zeit, in eine Maske zu kaufen. Doch leider fehlt mir die Zeit. Könntest du mir eine Maske aus dem Laden besorgen? Ich meine, nur wenn du zufällig mal nach Hyrule kommen solltest. Wie gesagt, ich kann ja nicht weg. Mein Job. Ja. Okay. Also, Backtracking nach Hyrule. Okay. Los! Oh, ich wünschte, ich hätte Epona schon. Wieso bleibt Link eine Sekunde lang stehen, um dann weiterzulaufen? Das schnalle ich irgendwie auch nicht. Was ist das? Ja. Das ist hässlich. Das 3D-Spiel ist tausendmal schnell besser. Ja, auf jeden Fall schöner, okay? Ist so. Ich will dich nicht lesen. Nee. Doch. Nee. Doch. Nee. Oh, fuck. Deine Mutter mag Kekse. Das komme ich als Knochenficker-Typ. Ihr könnt mich alle mal. Ich kann mich alle mal kreuzweisen. Was willst du jetzt machen? Einfach warten oder was? Nee, ich warte hier im Wasser, bis wieder morgen wird, weil ich scheiß Viecher können nicht schwimmen. So, ihr könnt mich alle mal, okay? Cool. Ist da nicht doch irgendwo Geld drin? Nee. Nimm noch eine Flasche Wasser mit, einfach so. Ich glaube, das kann man gar nicht. Doch. Ist. Muss man flussaufwärts. Irgendwo kannst du im Wasser stehen und dann kannst du. Ja, da hinten. Wahrscheinlich. Oder auch nicht. Warte. Doch da rechts. Da ist so ein Stein im Wasser. Nein, runter. Nee. Oh, nee. So. Ah, da habe ich immer so einen Stein im Wasser. Nee. Nee, vergiss es. Nein, das oder ist gar nicht. Flussaufwärts? Meine, naja. Komm, wer wieder Tag, es ist langweilig. Ah, jetzt ist wieder dadurch, weil sonst, ja. Ja, genau, du sagst es. Ich seh nix.
Okay, andere Seite. Ja, gar nicht, ich mach jetzt eine Runde hier durch. Was ist denn das La? Aber der. Das sind Tränke? Rechts, ja, genau. Ja. Ich weiß das, weißt du? Ohne Scheiß. Ja, Scheiße. Ernsthaft, ohne Spaß jetzt. So, also. Ernsthaft. Willkommen. Ganz ehrlich, ja, ohne Spaß. Ohne Spaß, ja. Ah, das kaufen wir doch. Dumm. Ja, dumm. Ich weiß, ihr könnt mich gerade versporten, ist mir scheißegal. Ja, das kaufen wir, ne? Der Typ ist wunderschön. Nicht. Nun, da werde ich dir einen guten Preis machen. Okay, das ist cool. Da, 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 da. Okay. Der Hühlerschild. Geh ins Ausrüstung, bla 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 bla. Nö. Was die Leute sich dabei denken, wie so ein kleines Kind so ein Schild in die Höhe macht und na, 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 macht. Geh zum Maskenhändler. Geh. Maskenhändler. Ey, ich weiß. Der Typ ist so creepy, ich hasse den. Ja, ich glaube, die meisten kennen das. Ja. Naja, die meisten. Halt. So. Hallo, willkommen beim lustigen Maskenhändler. Heißt nicht fröhliche Maskenhändler? Ja, egal. Wir handeln mit Masken, die allen Leute Freunde bringen. Ja, vor allem, wenn man dein Gesicht sieht. Ja. Wärst nicht du gerne ein Bote der Freunde? Pass auf, ich leih mir eine Maske. Du verkaufst sie und gibst mir dann das Geld. Ich muss immer für die anderen die Arbeit erledigen. Ist schon komisch, oder? Willst du wissen, wie es funktioniert? Lies das Schild zu deiner Linken. Übrigens, ja. Übrigens, wenn du alle Masken verkauft hast, wirst auch du glücklich sein. So glücklich wie du, damit ich hier eine hässliche Fresse kriege, ja. Der Typ sieht aus, als sollte der die ganze Zeit eine Maske tragen, weil sonst muss man einfach kotzen. Vertrau mir. Aber ein Sieg schon wieder 4. So, ja. Yeah. Dann wählen wir den noch, ne? Ne? Du hast die Pikachu-Maske gehalten. Nein, nein, die Fuchsmaske. Okay. Trage sie mit C, um sie zu zeigen. Wetten, du machst dich damit verliebst? Ja, ich habe auch meistens eine Pikachu-Maske im Gesicht. Mhm. Ja. Also, weißt du was? Zieh jetzt gleich an. So, wir nehmen jetzt schon gut eine halbe Stunde auf. Machen wir Schluss, oder? Ja, machen wir noch einen Seitenpart? Kannst ja, du wieder spielen? Ja, ich schneide das einfach. Ja. Schneiden, Mami. Mami! Chill. Chill dein Life. Your life. Apfelbauer! Ja! Diamanten, Diamanten, Diamanten. Diamanten? Nee. Rubies von mir aus. Ja, scheißegal. Ich nenne sie so, wie ich das will. Nein, das sind Rubine. Mir scheißegal.